Der Nissan 370Z. Die konsequente Fortführung einer Sportwagenlegende. 2003 entschieden sich die Japaner, den Kult der Z-Reihe wieder aufleben zu lassen. Auch die aktuelle Version nimmt die Grundform der Urmodelle auf. Also seit 1969 stellt Nissan Sportwagen der Z-Serie vor, beginnend mit dem 240 Fairlady, weiterentwickelt durch den 280 bis zum 300er ZX. 2003 wurde dann das Auto, das die Basis auch für dieses Auto gebildet hat, als 350Z vorgestellt und wurde dann jetzt mit dem 370Z eben als aktuelles Modell vorgestellt. Der Sound im Stand klingt vielversprechend und auf den ersten Metern wird sofort klar, dass der 370Z auf eines ausgelegt ist: Fahrspaß pur. Auch geschlossen macht der 370Z Spaß, obwohl ich ganz gerne mal, so zumindest mit der Soundkulisse, das Dach aufgemacht hätte. Aber heute macht uns leider das Wetter einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Nichtsdestotrotz ist das Fahrzeug richtig sportlich zu fahren. Also er bleibt seinen Genen, den Urgenen treu. Und die gut 330 PS reichen mehr als aus, um richtig flott, manchmal sogar zu flott, so voranzukommen. Der Nissan hat Kraft, mehr als genug. Verfügt über einen 3,7 Liter V6 Motor mit 328 PS. Wahlweise mit 6-Gang Schaltgetriebe oder 7-Gang Automatikgetriebe. Wem das nicht reicht, gibt es noch eine schärfere Variante, den 370Z Nismo mit 344 PS und einem speziellen Bodykit. Der kommt dann noch kompromissloser, noch martialischer rüber. Doch auch schon die zivile Variante macht eine gute Figur und setzt konsequent auf Sportlichkeit. Auch bei der Materialwahl. Reichlich Magnesium und Aluminium sind verbaut. Außen wie innen. Hat natürlich den Leichtbau mitgenommen. Erstens schon mal mit Motorhaube aus Aluminium sowie Kofferraumdeckel aus Aluminium, Leichtbau Magnesiumfelgen und natürlich Fahrwerkseigenschaften und Motor natürlich alles modifiziert. Aber auf Basis der Grundversion 350Z, was die Motorleistung anbelangt. Ansonsten Karosserie ist ein bisschen kürzer geworden, dafür aber ein bisschen breiter, damit einfach die Spurkontrolle noch leichter wird. Für den Roadster mit Automatikgetriebe muss der Kunde mindestens 42.000 Euro hinlegen, bekommt dann aber, wie bei japanischen Herstellern üblich, eine recht üppige Serienausstattung. Und eines ist beim 370Z garantiert aufpreisfrei. Der Fahrspaß.